Wir sind in der Urlaubsvorbereitung. Tag Nummer 2 der Urlaubsvorbereitung. Gestern waren wir Fahrrad reparieren lassen von Manuela, das hat man ja schon angekündigt. Die haben die halbe Elektronik ausgewechselt, weil da ein paar Fehler drin gewesen sind. Das ist aber vom Fahrzeughersteller schon bekannt gewesen. Und heute haben wir zu essen eingekauft. Jetzt waren wir gerade schnell bei unserem Fleischer und haben Vorräte geholt. Richtig. Dass wir nicht so viel kochen müssen. Wir wollen ja mehr oder weniger Urlaub machen und nicht nur vorm Herd stehen und dort was machen. Und das machen wir jetzt gerade noch so mit einem kleinen Auto. Seht ihr, pünktlich wie die Maurer. 2 Minuten vor 18 Uhr sind wir aus dem Laden raus. Und jetzt geht's nach Hause und... Ja, erst eine Nittel noch weiter einkaufen. Ach so, ich muss ja auch was zu trinken holen. Jetzt fahren wir noch in... Urlaubsgetränke. Urlaubsgetränke holen. Und dann fahren wir nach Hause und morgen wird die Villa eingeräumt. Also, die ist ja eigentlich eingeräumt, aber nochmal sortiert. Wäsche sortiert, was mit muss, weil es ist ja noch die Sommerwäsche drin. Jetzt müssen wir die Herbstwäsche mitnehmen. Leider hat sich das Wetter doch wieder ein bisschen verändert. Also, es gibt doch kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Also wenn jetzt das Ziel sich dann doch irgendwie noch ändert, nicht wundern. Aber im Großen und Ganzen steht der Schwarzwald. Wir fahren jetzt erstmal da runter und dann werden wir weitersehen. Das Wetter könnte ja eigentlich so bleiben, wie es jetzt ist, ne? Richtig. Es war ja heute wieder ein schöner Sommertag. Gut. Also bis nachher oder bis vielleicht morgen. Es wackelt. Ja, du wackelst. Ich wackel. Bis gleich. So, abfahrbereit. Ich warte nur noch auf meine Inner, wenn sie ihre Liese mitbringt. Und dann geht's los. Dann geht der Start in den Urlaub für eine Woche in Richtung Schwarzwald los. Ganze Menge Vorbereitungsarbeiten noch erledigt. Montag beim Fahrradhändler gewesen, das Fahrrad bauen lassen. Und das ist auch zur vollsten Zufriedenheit gelaufen. Was ich natürlich vergessen habe, heute die Pedale zu kaufen. Da habe ich heute nicht mehr dran gedacht. Mist. Gut. So ist es nun mal, wenn man in Hektik arbeitet. So. Dienstag haben wir dann noch einige Einkäufe erledigt, gerade was die Versorgung betrifft. Wir haben da, aber das seht ihr ja in dem, habt ihr ja in dem vorangegangenen Video gesehen. Ja, gestern noch die Villa soweit eingeräumt, wie es notwendig war, und noch für die Folie, die wir vorne auf die Frontscheibe machen, so eine kleine Optimierung gekauft. Wir haben so Schäkel gekauft, die wir praktisch dort einhängen können, sodass das dort ein ganzes Stückchen schneller geht. Unsere Biene will schon wieder raus. Ich zeig's euch mal. Bienchen muss drinnen bleiben. Na, hier sieht man sie. Nein. Nein. Dann mach mal lieber die Tür zu, ehe sie Blödsinn macht. Na gut, nun warten wir, dass die Manuela kommt und dann ist Start. So, das ist so auch so ein Teil mit unseren Katzen. Da sie nicht freiwillig ins Wohnmobil reingehen. Zu Hause müssen sie getragen werden. Und das hat jeder seine Katze. Meine Ella die Liese, ich die Biene, aber die sitzt jetzt schon drinnen. Ja, da ich jetzt filmen muss. Und ja, so ist das nun mal. Aber wenn sie dann einmal drinnen sind, dann ist das ihr Zuhause. Und dann wissen sie genau Bescheid, was los ist. Ja, die wissen auch jetzt, was los ist. Dass wir jetzt in die Villa gehen. Richtig. Thank you.
Die Sonne scheint uns auf den Pelz. Wir sind im Urlaub. Richtig. Wir sind ja der Sonne hinterher gefahren. Jetzt müssen wir halt damit leben. Jo, angekommen. Auf den Stellplatz eingerichtet. Erste Reihe bekommen noch. Plätze sind übrigens gut gefüllt. Und das zum Donnerstag. Hätte ich nicht gedacht. Jo. Und nun geht's los. Heute bauen wir noch ein bisschen, was heißt bauen? Noch ein bisschen alles so einrichten, was wir jetzt so noch die Woche besorgt haben. Die Hälfte haben wir wieder vergessen. Wie meine Frau immer. Ich war heute noch angestrengt arbeiten. Aber die Sonne, die tut richtig gut. Woche wollen hoffen, dass wir die ganze Woche so ein bisschen das sehen, die Sonne. Aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Jo. Wir sind ein bisschen geschafft. Wir hatten ja heute noch einen anstrengenden Arbeitstag. Aber jetzt sind wir im Urlaub. Jetzt wird nicht mehr über Arbeit geredet. Nein. Wer jetzt noch über Arbeit redet, ist 5 Euro in die Kaffeekasse. Na, dann... Bist du mal schön ruhig. Ich weiß, dass die gut gefüllt wird, wenn meine Frau anfängt. Alles klar. Bis nachher.